Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Börse Live. Der DAX legt heute erneut eine Achterbahnfahrt hin. Am Morgen sah eigentlich alles noch sehr gut aus. Der Leitindex konnte zwischenzeitlich sogar die Marke von 7500 Punkten zurückerobern. Doch dann kam am Nachmittag, wie schon so oft in den letzten Tagen, wieder Druck rein. Und über die Gründe sprechen wir jetzt mit Viola Grebe, die uns an der Börse Frankfurt zugeschaltet ist. Viola, der DAX zwischenzeitlich über 7500 Punkten. Warum konnte der Leitindex das Niveau nicht verteidigen? Ja, zuerst muss man auch mal sagen, Sebastian, du hast ja gerade angesprochen, es war in der letzten Zeit öfter mal so, dass der DAX freundlich gestartet war, aber im Laufe des Tages dann wieder abgeben musste. Nur der Unterschied ist, dann sind wir in der Verlustzone gelandet, nämlich 6 Tage hintereinander. Heute muss man jetzt mal dazu sagen, immerhin hat es der DAX geschafft, ein kleines Plus aus dem Tag herauszuretten, immerhin 0,2%. Allerdings sind wir wieder unter der Marke von 7.500 Punkten geblieben, genauer gesagt 7.478 Zähler. So der Schlussstand. Ja, die Gründe, zum einen merkt man natürlich immer noch eine gewisse Nervosität, denn man hat zwar eine gewisse Erholung hier gespürt, die war vor allem von positiven Märkten in Asien heute Morgen noch getragen. Ansonsten haben wir heute gespannt gewartet auf Daten aus den USA und die kamen, aber die sahen nicht so schön aus. Zum einen, dass das US-Unternehmen Caterpillar abgeliefert hat, das kam am Markt nicht wirklich gut an, aber vor allem die Immobiliendaten, die um 16 Uhr hereintickerten, da konnte man den DAX wirklich zuschauen, wie er dann hier runterfiel. Also das ist einfach so ein Thema, was weiterhin hier natürlich Ängste schürt, wie es weitergeht in den USA. Und wenn das noch auf eine entsprechend nervöse Stimmung trifft, dann sehen wir eben, dass die Positivimpulse hier einfach noch nicht ausreichen, um dem Ganzen die Stirn zu bieten. Und wie gesagt, trotzdem endlich hat der DAX geschafft, die Verlustserie einzudämmen. Denn heute sehen wir hier trotzdem ein Plus, wenn auch nur ein kleines von 0,2% am Ende des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand heute Morgen mit Abstand an der DAX-Spitze und das trotz Streik. Zählt die Lufthansa nach wie vor zu den größten Tagesgewinnern im DAX? Ja, die Lufthansa ist den ganzen Tag tatsächlich hier keineswegs im Sinkflug unterwegs, sondern eher hier im Steigflug. Man hätte es anders erwarten können, denn tatsächlich ist hier ja der Warnstreik ausgebrochen. Aber wir sehen es, die Lufthansa hat sich ihren Platz weiterhin unter den Gewinnern im DAX gesichert, denn dieser Warnstreik, der war vorher schon eingepreist. Also die Lufthansa hatte zuletzt ordentlich verloren, die Aktie, und dementsprechend hat der eine oder andere in der Schwäche nachgekauft. Die Aktie kann sich wieder ein bisschen erholen. Ansonsten sehen wir die Allianz noch sehr fest. Hier gab es eine Hochstufung durch die Deutsche Bank. Henkel, Daimler, auch heute den ganzen Tag relativ fest. Konjunktursensible Werte konnten heute zumindest teilweise wieder ein bisschen zulegen. Auch Conti sehen wir am Ende des Tages mit grünen Vorzeichen. Wenn wir ans andere DAX-Ende schauen, dann sehen wir hier die Commerzbank ja nach der Hauptversammlung am Freitag, die war ja schon ziemlich turbulent, kam die Aktie auch heute nicht auf die Füße, neue Tiefstände hier markiert, also es sieht nicht schön aus für die Commerzbank. Bei K+S, da machte sich bemerkbar, dass es nun hieß, ein geplantes Kaliwerk in Kanada wird teurer als geplant, das hört die Börse natürlich nicht gerne, dementsprechend ging es auch hier abwärts, ja, und SAP, da kamen auch die Zahlen am Freitag nicht besonders gut an, heute dann die eine oder andere Herabstufung, also auch abwärts hier für SAP, Merck und Bayer sind allerdings am Ende des Tages auch ein bisschen unter Druck. Viola Grebe, besten Dank für die Informationen nach Frankfurt. Der Schweizer Energietechnikkonzern ABB verstärkt sein Geschäft mit erneuerbaren Energien. Für rund 1 Milliarde Dollar wollen die Schweizer die US-Firma PowerOne kaufen. PowerOne ist ein Anbieter von Solarwechselrichtern. Bisheriger Weltmarktführer ist das TecDAX-Unternehmen SMA Solar. Jetzt bekommen die Deutschen ordentlich Konkurrenz. Die SMA-Aktie heute trotzdem deutlich im Plus. Hintergrund sind Spekulationen, dass sich möglicherweise jetzt ein anderer Großkonzern auch für SMA interessieren könnte. Und über diese Übernahme spreche ich jetzt mit Florian Söllner, leitender Redakteur beim Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Söllner, die Konsolidierung in der Solarbranche spitzt sich zu. Der Schweizer Energietechnikkonzern ABB kauft für 1 Milliarde Dollar den US-Solarwechselrichterhersteller PowerOne. Für Sie strategisch ein cleverer Schritt? Also ich denke durchaus, dass das ausnahmsweise mal eine gute Übernahme war im Solarbereich. Im Solarbereich ist es so, dass der Wechselrichtermarkt nicht so betroffen ist von China-Konkurrenz wie der Modulmarkt. Und PowerOne ist hier die positive Ausnahme. Der Aktionär hat ja auch immer geschrieben, PowerOne sei die bessere SMA Solar, sprich PowerOne ist relativ günstig, das KGV lag immer unter 20, hat eine starke Bilanz, bringt hier 270 Millionen Netto-Cash mit und vor allem strategisch sehr gut positioniert, sprich man hat bereits die Mehrheit der Mitarbeiter in China, produziert hier günstig und ist als US-Hersteller natürlich sehr nah am US-Markt und beides sind Märkte, China und USA, die stark wachsen. Man hat gesehen, in den letzten Jahren hat PowerOne schon deutlich Marktanteile von SMA gewonnen. Also wir denken, dass es durchaus zu ABB passt, zumal es auch bei den Produkten sich ergänzt. ABB macht bereits Wechselrichter, aber eher große und PowerOne macht eher kleinere und ist vor allem in dem Trendbereich, der stark wächst,
im Bereich Mikro wechselt sich das sehr stark. Also es scheint zu passen. Es scheint zu passen. Herr Söllner, Sie haben SMA Solar angesprochen. Deren Aktien können heute auch deutlich zulegen. Ist SMA Solar für Sie ein Kauf im Moment? Also wir raten ja schon seit Längerem, die Aktie zu meiden und bleiben dabei. Wir glauben nicht, dass das jetzt das große Argument ist, die Aktie jetzt zu kaufen. Die Frage ist auch, wer kauft. Es gab ja mal vor 2, 3 Jahren Gerüchte, dass Siemens vielleicht SMA Solar kaufen könnte. Das hat sich in Luft aufgelöst. Siemens hat sich ja komplett, also quasi komplett aus dem Solarmarkt verabschiedet. Wir würden derzeit nicht SMA kaufen, zumal auch die Aktie einfach teurer ist. KGV 2014 liegt derzeit bei 80 im Vergleich zu rund 14 vor dem Kauf von Power One, zumal wir, wie gesagt, die Positionierung von SMA Solar nicht ideal ansehen, sehen wir bei Power One stärker. Wir haben jetzt mit einem Insider gesprochen, erst vor wenigen Tagen, der sagt eben, dass der Preisdruck bei den Wechselrichtern doch durchaus da ist, dass auch zum Beispiel SMA Solar offenbar kleine Rabattaktionen durchaus mal anbietet. Also es bleibt ein schwieriger Markt und wir glauben jetzt nicht, dass SMA Solar kurzfristig auch übernommen wird. Wechseln wir von den Solarwechselrichtern zu den Solarmodulen. Auch bei SolarWorld tut sich nämlich was. Offenbar will sich der ehemalige Branchenprimus von einem Investor aus Katar retten lassen. Lohnt es sich jetzt hier spekulativ auf den Zug aufzuspringen? Also wir würden SolarWorld nicht kaufen. Auch SolarWorld ist eine Aktie, die wir ganz klar sagen, verkaufen die Aktie. Zumal jetzt was man hier so liest in der Presse, kann es nur über eine extreme Umstrukturierung gehen. Das würde heißen, dass die Altaktionäre stark leiden würden, dass eine starke Verwässerung ansteht. Man hat es bei jüngsten Beispielen leider gesehen. Es könnte zum Beispiel einen Debt-to-Equity-Swap geben und auch das eine extreme Verwässerung. Wir haben mit Solarexperten Hummel gesprochen, der sagte, der Einstieg ist nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich derzeit. Und wie gesagt, operativ und auch von der Positionierung als deutscher Hersteller mit einer großen Wertschöpfungskette denken wir nicht, dass SolarWorld derzeit ein Kauf ist. Wir raten ganz klar, weiterhin die Aktie zu verkaufen. Also SMA Solar verkaufen, SolarWorld verkaufen. Gibt es für Sie im Moment überhaupt einen klaren Kauf in der Solarbranche? Also einen klaren Kauf gibt es nicht. Es gibt einfach zu viele Unsicherheiten in der Branche. Die Situation ist einfach nicht klar. Es gibt einerseits immer noch die Überkapazitäten, Auslastung maximal 65%, hinzukommt, dass es jetzt unter Umständen Strafzölle gibt in Europa. Das ist nicht geklärt. Aber was man sieht, es gibt einen kleinen Mini-Boom, also das sind Vorzieheffekte, aus Angst, dass ab Sommer in Europa Strafzölle kommen. Wir glauben aber, dass die Zölle vielleicht nicht kommen. Aufgrund dessen wäre es eine Spekulation, auf chinesische Modulbauer wie zum Beispiel Trina Solar zu setzen, kurzfristig, da aber wirklich mit engem Stopp, weil die Lage bleibt schwierig in der Branche und das sind natürlich auch riskante Wetten derzeit. Also Florian Söllner sagt, Trina Solar zumindest spekulativ kaufen. Herr Söllner, besten Dank für diese Informationen. Und weitere Nachrichten des Tages, kurz und kompakt zusammengefasst, hat jetzt Antje Snotka für Sie. Deutsche Autobauer müssen ihre Kapazitäten in China erweitern. Der chinesische Automarkt wächst rasant. Um hier keine Marktanteile zu verlieren, müssen die deutschen Autohersteller Fabriken vergrößern oder gleich neu bauen. Das erklärten die Deutschen auf der Automesse in Shanghai. Auch die Händlernetze müssen ausgebaut werden. Audi, BMW und Co. eröffnen bereits jede Woche ein neues Geschäft im Reich der Mitte. Allerdings bremsen nun teilweise Lieferengpässe das Wachstum der Autobauer aus. Deshalb will Volkswagen bis 2018 7 neue Werke eröffnen. Damit will VW seine Kapazitäten um 3/4 auf 4 Millionen Autos pro Jahr steigern. Außerdem sollen 25.000 Stellen geschaffen werden. Die Deutschen profitieren besonders stark vom Wachstum des chinesischen Automarktes. Jedes 5. in China verkaufte Auto läuft vom Band eines deutschen Autobauers. Daimler traut sich indes keine Prognose für das China-Geschäft im laufenden Jahr zu. Der Autobauer will den Absatz auf jeden Fall weiter steigern. Genaue Schätzungen sind aber wegen des grundlegenden Umbaus des China-Geschäfts nicht möglich. Bis Ende des Jahres sollen 75 neue Geschäfte Daimlers Händlernetz in China stärken. Das gesamte Premium-Segment weltweit soll um 10% wachsen.
Der Energiekonzern Evonik feiert am Donnerstag sein Börsendebüt. Das Unternehmen startet keine klassische öffentliche Emission, sondern hat im Februar und März in mehreren Schritten rund 12% der Aktien bei vorbörslichen Privatplatzierungen an Investoren, wie zum Beispiel den Singapur-Staatsfonds Temasek, vergeben. 2 weitere Prozent gehen an institutionelle Investoren. Wegen der großen Nachfrage habe sich der zugrunde gelegte Preis im Laufe des Verfahrens erhöht, heißt es. Insgesamt wird für die 14% Aktien mit Einnahmen von rund 2 Milliarden Euro gerechnet. Vorstand und Aufsichtsrat der Modekette Adler haben den Aktionären empfohlen, das Übernahmeangebot des Bekleidungsunternehmens Steilmann abzulehnen. Der Preis von 6,29 Euro je Aktie sei viel zu niedrig, so Adler. Grundsätzlich begrüße man aber, dass Steilmann und sein Partner die wesentlichen Standorte, Firmensitz und Geschäftsmodell beibehalten und Adler als börsennotiertes Unternehmen fortführen wollten. Steilmann und eine Investmentgesellschaft sollen bereits eine verbindliche Kaufvereinbarung über 49,9% der Aktien, der Adler-Aktien, mit dem Hauptaktionär, dem Finanzinvestor Blue Oak, abgeschlossen haben. Und noch eine Meldung aus der Elektronikbranche. Philips hat im ersten Quartal die flaue Konjunktur in der Eurozone zu spüren bekommen. Gleichzeitig läuft aber seit geraumer Zeit ein Sparprogramm. Das hat etwas geholfen und deswegen bleibt der Gewinnrückgang im Rahmen der Erwartungen. Der Überschuss sinkt von 182 Millionen auf 161 Millionen Euro. Der Umsatz liegt mit 5,3 Milliarden Euro nur leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Die Aktie haben wir gerade gesehen mit deutlichen Abschlägen. Das erste Halbjahr werde schleppend verlaufen, sagte Vorstandschef Franz van Houten. Er will die Jahresziele trotzdem erreichen. Wir schauen noch mal, wie sich der DAX an diesem Montag zu Wochenbeginn schlägt. Heute Morgen ging es ja deutlich über die 7.500-Punkte-Marke, aber jetzt sind wir wieder darunter. Aber zumindest im Plus, nach 6 Tagen in Folge Minus, ein Aufschlag von 0,2% oder 18 Punkten. Der Zählerstand zuletzt aus dem Handel gegangen ist der DAX mit 7.478 Punkten. Und mit Spannung schaut der Markt morgen auf die Zahlen von Apple, die nachbörslich erwartet werden. Und passend zum Thema habe ich für Sie noch einen Programmhinweis in eigener Sache. Denn heute Abend um 20.15 Uhr sendet das deutsche Anlegerfernsehen die Reportage Steve Jobs, das Leben eines Genies. Schauen Sie mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Bis dahin, machen Sie es gut.